Die Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg hat in ihrer Stadt deutliche und vorzeigbare Spuren hinterlassen. Wo zuletzt, darüber informierte Geschäftsführer Peter Stimpel bei einer Bilanzpressekonferenz. Das Fazit fällt rundum positiv aus. Wir haben das Jahr 2018 abgeschlossen und wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Es gibt eine gesunde, wirtschaftlich stabile Basis, die auch Voraussetzung ist für alle Investitionen, die wir insgesamt angepackt haben und uns für die nächste Zeit noch vornehmen. Wir haben einen Jahresüberschuss, ein positives Ergebnis und gute Einzeldaten, die uns optimistisch stimmen, dass wir die Herausforderungen der Zukunft auch meistern können. Blicken wir beispielhaft auf einige der angesprochenen Investitionen. Sehr große Aufmerksamkeit erlangt die Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg mit ihren innerstädtischen Projekten. So wurde gerade im letzten Jahr die Geithner Villa am Zobelplatz fertiggestellt. Aktuell laufen die Bauarbeiten an der alten königlich-sächsischen Zeichen- und Klöppelschule auf Hochtouren. Im Objekt an der Schillerstraße, das auch als ehemaliges kleines Gymnasium bekannt ist, werden voraussichtlich Ende des Jahres die Arbeiten abgeschlossen. Die neuen Bewohner können danach ihr Zuhause in Besitz nehmen. Insgesamt entstehen 23 Wohnungen. Das Investitionsvolumen für dieses städtebauliche Vorhaben beträgt insgesamt 5,2 Millionen Euro. Ein weiteres Projekt, was den Schneebergern seit vielen Jahren wichtig ist, wurde durch das Unternehmen in unmittelbarer Nähe zum Rathaus angepackt. Die Sanierung des Gebäudes Markt 29, in dem bereits Johann Wolfgang von Goethe residierte, wurde Ende 2018 begonnen. Die Umsetzung wird im Wesentlichen in diesem Jahr erfolgen. Anfang 2020 steht dann die Eröffnung an. Das Haus im Zentrum der Bergstadt, noch dazu mit dem historischen Hintergrund, ist eine wichtige städtebauliche Verpflichtung, die die Wohnungsbaugesellschaft als kommunales Unternehmen realisiert. Die markanten Gebäude sind das eine. Neben den städtebaulichen Vorhaben wird seitens des Schneeberger Großvermieters auch die Quartiersentwicklung vorangebracht. Seit 2010 haben wir einen Quartiersentwicklungsplan, wo wir schrittweise die Siedlungsgebiete entwickeln. Neben der Gestaltung von Fassaden, der Einhausung von Müllplätzen ist das größte Einzelvorhaben die Errichtung von 8 Aufzügen am Kalbergring 19. Hier werden insgesamt 80 Wohnungen damit schlussendlich barrierereduziert erreichbar sein. Wir investieren an diesem Standort 1,3 Millionen Euro und gehen davon aus, dass im September, Oktober diesen Jahres die Maßnahme abgeschlossen sein wird. Nicht nur für ältere Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, sondern auch für junge Familien ist es eine große Erleichterung für das Wohnen an diesem Standort. Mit der Gestaltung der Außenanlagen auf dem ehemaligen Sportplatzgelände durch die Bergstadt Schneeberg, der Schaffung des barrierefreien Verbindungsweges zu den Einkaufseinrichtungen am Griesbacher Hang hat dieses Gebäude schon jetzt eine zusätzliche Aufwertung erhalten. Zurück in die Geschäftsstelle der Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg und zum Bilanzpressegespräch. Oft ist so ein Termin ausschließlich dafür da, um über Umsätze, Erträge, Investitionsvolumen, Baukosten und Ähnliches zu sprechen. Geschäftsführer Peter Stimpel will aber bei dieser Gelegenheit nicht vergessen, dass hinter all dem immer Menschen stehen. Wir haben unseren Jahresabschluss 2018 unter die Überschrift gestellt: Menschen gestalten Wohnen. Es sind unsere langjährigen und neuen Mieter, die natürlich als erstes dabei zu nennen sind. Es sind aber auch die Mitarbeiter unseres Unternehmens, die Partner in den Behörden und bei den Baufirmen. Und alle zusammen bemühen wir uns, um vielfältiges Wohnen in unserer Bergstadt zu gewährleisten. Wie macht sich das konkret bemerkbar? Wir sagen immer, der Mensch braucht nicht nur die Wohnung an sich, sondern auch einen Drumherum. Wir sind daher engagiert in vielen Vereinen. Wir bieten auch eigene Veranstaltungen, das Straßenfest, die Beteiligung am Kinderjahrmarkt oder nicht zuletzt das Beachvolleyballturnier, was dieses Jahr das 11. Mal stattfindet, wo über 500 bis 600 Jugendliche daran teilnehmen, wo wir Schulen einbinden, wo wir aber auch das zweite Mal die sächsischen Landesmeisterschaften im Beachvolleyball in unserer Stadt zu Gast haben. 2019 wird der Schneeberger Markt in der Zeit vom 24. bis 31. August dafür genutzt. Die Landesmeisterschaften werden am 24. und 25. August ausgetragen.
Viele Gäste der Bergstadt Schneeberg, ob Beachvolleyballer oder Lichtelfestbesucher, kommen über den Postplatz auf den Markt. Über viele Jahre war das kein schöner Anblick. Hier ist es der Gesellschaft nun möglich, ein für die Schneeberger Innenstadt bedeutsames Projekt planerisch vorzubereiten. Ein großes Vorhaben und Anliegen zugleich ist die Gestaltung des letzten Quartiers am Postplatz. Nachdem wir in den vergangenen Jahren den Postplatz 1011 gestalten konnten, ist nunmehr die alte Post und das Areal darum unser Projekt, was wir 2020/21 umsetzen werden, als ein Zentrum für Handel, Gesundheit und Wohnen. Dies ist dann das letzte Quartier, um den Postplatz abzurunden. Und es ist ein Projekt, was seit 25 Jahren verschiedenen Investoren nicht gelungen ist. Und wir werden das zu Ende bringen. Besagtes Gebiet ist der letzte innerstädtische Solitärstandort, der in der Entwicklung eine besondere Beachtung finden muss. Mit der Verschönerung des Areals an der alten Post am Eingang zum Zentrum der Bergstadt Schneeberg soll die Attraktivität weiter bereichert werden. Bilder, die von der Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg zur Verfügung gestellt wurden, lassen erahnen, wie es hier einmal aussehen könnte. Wir dürfen gespannt sein.